Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute am Sonntag, dem 22. März, er hat den Namen Letare, freut euch, es ist das kleine Osterfest in der Passionszeit, können wir nicht gemeinsam Gottesdienst in unserer schönen Kirche feiern und deswegen kommt Kirche nach Hause in die Häuser. Jedes Mal werden wir jetzt ein kleines Detail unserer Kirche in den Mittelpunkt stellen. Heute ist das unser Taufbecken. Es ist eine Muschel. Sie kommt von der Insel Nias. Dorthin war Missionar Sundermann aus Lattbergen gezogen, um die Botschaft von Jesus Christus in die Welt zu bringen. Und auf der Insel Nias hat sich dann der gesamte Volksstamm taufen lassen. Der Häuptling zuerst und als Dank hat er dem Missionar Sundermann diese Muschel geschenkt. Seit über 100 Jahren ist diese Muschel unser Taufbecken. Kinder und auch manchmal Erwachsene werden aus dieser Taufmuschel getauft. Ich lese Verse aus dem Römerbrief, Taufe und neues Leben. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Amen. Liebe Gemeinde, fieberhaft arbeiten die Forscherinnen und Forscher in den Laboren, um einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Und was wäre das für eine Erleichterung, wenn dieser Impfstoff nur schon gefunden wäre? Ich erlebe das bei Taufen, dass Eltern so den Wunsch haben, dass ihr Kind durch die Taufe noch einmal besonders geschützt wird. Taufe als eine Art Impfung. Und dann erkläre ich immer, so eine richtige Impfung ist die Taufe nicht. Auch wenn wir getauft sind, sind wir den Gefahren dieser Welt ausgesetzt. Wir sind nicht geschützt vor Krankheiten, auch nicht vor Fehlern von anderen und vor unseren eigenen. Und dann ist die Taufe doch eine Art Impfung. Sie gibt uns einen Schutzmantel. Sie umhüllt unsere Angst. Wir haben es eben gehört. Wir sind mit Christus in den Tod getauft. Und wir sind mit ihm in seine Auferstehung getauft. Und deshalb verstehe ich die Taufe als Impfung gegen meine Todesangst. Ich bin mit Christus zum ewigen Leben berufen. Was für ein Segen. Amen. Unser Vater, wir danken dir, dass du uns durch die Taufe zum ewigen Leben berufen hast. Wir bitten dich, stärke jetzt in uns allen die Lebenskraft und den Lebenswillen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns durch den Tod gegangen bist. Du kennst die Todesangst, du weißt auch, welche Ängste wir jetzt haben. Stärke die, die in Nöten sind. Gib uns Kraft, uns gegenseitig beizustehen. Heiliger Geist, der du uns leitest und begleitest auf all unseren Wegen, dir befehlen wir die Kranken an.
Wir bitten dich um Heilung. Dir befehlen wir die Sterbenden an. Wir bitten dich um deine gute Begleitung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht als Kinder des Lebens in diese Welt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.